Hallo und herzlich willkommen bei Friday Night SmackDown. Auch hier hat sich einiges getan bei December to Dismember. Und allen voran steht natürlich auch der Sieger der 8-Man Battle Royale. Der einzige, der hier noch verblieben ist von diesen 8 Männern, die dort in den Ring gestiegen sind, Wesley. Ja, und er steht im Ring und möchte sicherlich darüber reden, wen er herausfordern will. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, immer noch einen Job hier zu haben. Es tut mir aber wirklich leid, dass dadurch 7 andere Männer ihre Anstellung verloren haben. Einige davon gute Freunde. Ihr findet ganz schnell eine neue Möglichkeit, weiterzumachen. Ich muss jetzt aber an meine Chancen denken und da ich die Battle Royale gewonnen habe, steht es mir frei, einen Champion meiner Wahl herauszufordern. Und ich wähle einen meiner Kindheitshelden. Beim Royal Rumble will ich ein Match gegen Triple H um den International Title. Dann steht es also fest. Wesley fordert Triple H heraus. Das bedeutet, beim Royal Rumble heißt es The Game gegen das Cardiac Kid um den International Title. Alles klar. Wird notiert, habe ich Bock drauf. Und wir springen in unsere heutige Show. Die da beginnt mit Adam Page und The Miz. The Miz ja immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden hier bei SmackDown, aber er gewinnt zumindest das Match gegen Adam Page. Es geht doch langsam bergauf, mein Freund. Es geht doch langsam bergauf, Kollege. Dann haben wir die Dirty Dogs, Robert Root, Dolph Ziggler gegen die Young Bucks, Nick und Matt Jackson. Und die Jacksons bzw. Young Bucks setzen sich durch. Gratulation. Weiter geht's in der Women's Division. Beth Phoenix gegen Blair Davenport. Davenport, ja auch Teil des Beast Empire, hat ihren Titel nicht verloren. Sie hat eigentlich nie einen Titel besessen, gewinnt aber hier das Match gegen Beth Phoenix. Das ist sehr schön. Für sie auf jeden Fall. Dann haben wir Dexter Lumis gegen Rey Mysterio. Und das gewinnt Dexter Lumis. Setzt ein Ausrufezeichen gegen den Hall of Famer, gegen die Legende Rey Mysterio. Weiter geht's. Valhalla gegen Kairi Sane. Ja, Kairi Sane vor 2 Wochen neu oder wieder zurückgekehrt, sagen wir es mal so. Sie gewinnt hier ihr Match auf jeden Fall. Hätte ja theoretisch auch die Chance haben können auf den auf ein Titelmatch, auf das Titelmatch, um genau zu sein, gegen AJ Lee, das ja dann Ronda Rousey, unsere jetzt amtierende SmackDown Women's Championess, erhalten hat und, man hört es auch schon, auch hier gewonnen hatte. Dann geht's in ein Tag Team Match. Chad Gable und Otis, die Alpha Academy, trifft hier auf Luke Gallows und Karl Anderson, den OC. Und es hat sich jetzt einiges ergeben, denn Braun Breaker scheint wohl Mitglied, wenn nicht sogar Anführer der Alpha Academy zu sein. Erklärt natürlich, warum Chad Gable letzte Woche herauskam, statt Braun Breaker gegen Christian. Aber so ganz nachvollziehen muss man es, glaube ich, auch irgendwie nicht. Und Chad Gable und Otis holen sich den ersten Sieg. Die haben als Alpha Academy bisher noch kein einziges Match gewinnen können. Und jetzt ist Braun Breaker da und sie holen den ersten Sieg in diesem Universe Mode gegen die ehemaligen SmackDown Tag Team Champions, gegen den OC. Ja, und dann springen wir nochmal in den Ring. Denn Roman Reigns, der ehemalige World Heavyweight Champion, der seinen Titel ja verloren hat bei December to Dismember gegen Ilya Dragunov. Der hat noch was zu sagen. Wir schalten einfach mal rüber. Enttäuschung. Pure Enttäuschung, was da am Sonntag passiert ist. Die Tag-Title weg. Will ohne Titel. Ich verlange eine Erklärung. Hörst du dir eigentlich selbst zu?
Wir sind dir eine Erklärung schuldig, obwohl du der Erste am Abend warst, der seinen Titel verloren hat. Du hattest die beste Chance auf eine Verteidigung. 1 gegen 1, Roman. Ein einziger Gegner und du schaffst es nicht, ihn zu besiegen. Ich will ehrlich sein. Ich bin stolz auf das, was Ilya geschafft hat. Endlich hat dir jemand das arrogante Maul gestopft. Du solltest dir deine nächsten Worte genau überlegen. Weshalb? Bekomme ich sonst Ärger mit dem großen Roman Reigns? Willst du mich aus deinem Empire schmeißen? Nicht nötig. Ich bin raus. Ich brauche diesen Mist nicht mehr. Genauso wenig wie Max. Wir brauchen dich nicht, Roman. Du bist es, der uns braucht, um dir den Rücken freizuhalten. 5 Minuten und 2 Sekunden ohne uns da draußen und schon wird der Forever Champion zum Forever... Wollen wir jetzt auf stark und mächtig machen, Matthews? Sollte ich jetzt Angst vor dir haben? Wenn du einen Machtkampf willst, habe ich nichts dagegen. Wir hatten es schon vor einigen Wochen gesagt, das Empire wackelt und jetzt scheint es hier in sich zusammenzubrechen. Buddy Matthews lehnt sich auf gegen Roman Reigns und wir erhalten einfach mal das Match Roman Reigns gegen Buddy Matthews, wie wir sehen. Ich meine, ganz ehrlich, Buddy hatte auf jeden Fall einen Punkt. In gewisser Weise verstehe ich auch den Frust von Roman, aber dass es jetzt direkt ja so kommen muss, Buddy Matthews also auch kein Teil mehr vom Beast Empire. MJF dann scheinbar auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, rein ins Match. Roman Reigns gegen Buddy Matthews. Und da geht's direkt weiter, da wird direkt der Ringrichter abgeräumt. Roman Reigns mit einer Clothesline gegen den Ringrichter. Und Buddy Matthews mit einem Brainbuster hat die erste Offensivaktion gegen den Gegner. Sagen wir es mal so. Roman Reigns war wirklich sehr überstürzt da. Ins Match reingestartet. Und ich hoffe, der Ref, oder ich glaube sogar, der Ref ist direkt wieder, oder direkt schon wieder auf den Beinen. Und jetzt hier, Knockout Elbow in den Nacken. Roman fühlt sich respektlos behandelt. Fühlt sich nicht genug respektiert von Buddy Matthews. Und man kann es durchaus verstehen. Das Kartenhaus ist jetzt quasi für ihn zusammengebrochen. Nach der Niederlage gegen Ilya Dragunov. Ja, und Buddy Matthews hat es ja gesagt. 5 Minuten und 2 Sekunden. Das dürfte relativ präzise sein, wie lang das Match vom ja selbsternannten Forever Champion gegen Ilya Dragunov war. Der Ringrichter ist auf jeden Fall wieder auf den Beinen. Wird nach dem Match auch auf jeden Fall nochmal gecheckt werden, ob da alles in Ordnung ist. Und jetzt haben wir Matthews draußen und Roman Reigns, der sich aufbaut. Und dann mit diesem Dive übers Top Rope seinen ehemaligen Beast Empire Kollegen abräumt. Ansatz zu einer Powerbomb. Oh nein, auf den Apron! Und dann wird Matthews auch noch in selbigen reingeschleudert. Guard Wrench, Deadlift in eine Powerbomb. Und bei 5 geht's wieder in den Ring zurück. Reigns auf jeden Fall wirklich sprunghaft unterwegs hier. Mit einem Satz auf das Top Rope vom Apron. Und was macht Matthews? Wartet da einfach nur ab? Nein, er geht auch raus. Und Roman mit der ersten Aktion raus, mit diesem Schlag und dann in einen Flapjack. Glück gehabt dafür Matthews, dass er nicht noch face first in die Ringtreppe fliegt. Wir sind bei 3. Roman schickt Buddy wieder rein. Kommt dann auch zurück in den Ring und jetzt die Schläge ins Gesicht.
Und das geht in einen Hotshot. Und das soll es gewesen sein, sagt Roman zumindest. Eins, zwei und nein. Buddy Matthews kickt aus und rollt Roman Reigns ein. Eins, nein. Ah, Schoolboy, Superkick. Und dann gibt's die Stomps. Buddy Matthews. Er sagte, wir brauchen dich nicht. Du bist derjenige, der uns braucht. Und Matthews versucht's auch hier weiter zu zeigen. Er braucht Roman Reigns nicht auf seiner Seite. Double Foot Stomp. Und das Cover. Eins. Roman direkt bei eins. Die Schulter oben. Dann kontert er hier Matthews aus. Schoolboy, aber kein Superkick, sondern in die Sit-Out-Powerbomb. Zeigt da seine Kraft und dann soll's wohl schon zu Ende gehen. Roman Reigns mit dem Spear. Nein, Buddy reißt das Knie hoch. Clothesline in der Ringecke. Da kontert er den Spear. Und dafür gibt es aber hier auch die Schläge ins Gesicht und die Platzwunde. Und Roman hat wohl nochmal vor, hier zu springen. Und da räumt er Buddy nochmal ab. Oh, sehr schön. Ausgewichen und dann geht es weiter mit diesem High Knee. Und dann die Stomps in den Rücken. Zwischen die Schulterblätter. Zurück in den Ring. Und Buddy Matthews mit einem Michinoku Driver. Schickt jetzt Roman zurück. Ja, gut gekontert. Hat Roman auf einem Knie. Tritte und dann das Knie ins Gesicht. Suicide Dive. Keine Sekunde gezögert. Da kommt er direkt schon durch die Seile angeschossen. Aber dafür gibt es einen Body Slam von Roman auf den Apron. Ja, Buddy wieder im Ring. Roman sucht den Weg nach oben. Dauert jetzt auf jeden Fall schon länger. Und Elbow Drop geht daneben. Whip in die Ringecke. Und was für ein Drive-By-Kick. Jetzt Buddy mit dem Ansatz gegen Roman Reigns. Murphy's Law. Eins. Oh, der Ringrichter lässt sich aber sehr viel Zeit. Zwei. Und Kickout. Was war denn da los, Ref? Komplett egal, denn Matthew setzt nochmal nach. Murphy's Law. Eins, zwei und drei. Buddy Matthews besiegt Roman Reigns. Was ist denn hier los? Der Forever Champion fällt auseinander. Nicht nur das Kartenhaus, das er sich aufgebaut hat. Meine Güte. Buddy Matthews lässt Roman Reigns hinter sich. Beweist, dass er ihn nicht auf seiner Seite braucht, um erfolgreich zu sein. Die große Frage ist natürlich, was macht das mit Roman Reigns? Was können wir von ihm erwarten, von unserem ehemaligen World Heavyweight Champion? Ja, und dann
bleibt uns nur noch ein kurzer Schnitt, um in unseren Main Event zu kommen. Dort steht Bron Breakker, das neue Mitglied der Alpha Academy. Sein Gegner ist allerdings noch unbekannt. Mal schauen, wen William Regal sich da überlegt hat. Main Event Time und Bron Breakker kommt heraus. Da haben wir es gehört. Representing the Alpha Academy. Es ist also wirklich wahr. Umso mehr wird es ihn natürlich pushen, dass die Jungs von der Alpha Academy, Chad Gable und Otis, ihren ersten Tag-Team-Sieg einstreichen konnten. Nur wen hat William Regal sich jetzt hier überlegt als Gegner für Bron Breakker, der in den letzten Wochen schon so viel Chaos gestiftet hatte? Es ist The Animal, Batista. Das ist auf jeden Fall mal ein Gegner hier für Breakker. Ja, was meine ich mit dem Chaos, das Bron Breakker zu verantworten hat? Sein Debütmatch hatte er gegen Karrion Kross. Gegen den hatte er zwar verloren, aber Kross ist seitdem mit einer Rippenverletzung ausgeschieden, beziehungsweise ja, eben auf der Verletztenliste. Dann forderte er gegen Christian Cage, nee, beziehungsweise er forderte in das Elimination Chamber Match, um den International Title aufgenommen zu werden. Bekam ein Match zugesprochen gegen Christian Cage. Dieses Match wurde allerdings beantwortet von Chad Gable und nicht von Bron Breakker. Gable unterlag gegen Christian und danach attackierte Breakker Christian. Und ja, wo auch immer dieser Steel Cage plötzlich herkam. Das muss ja irgendwie vorbereitet gewesen sein. Auf jeden Fall wurde dann Bron Breakker von Christian Cage abgefertigt. Wir haben von Karrion Kross und von Christian auch seitdem nichts mehr zu der Situation gehört, auf jeden Fall. Und Bron Breakker versucht hier einfach weiter seine Matches abzuliefern. Was gegen Batista auf jeden Fall nicht die leichteste Aufgabe sein dürfte. The Animal, ehemaliger World Heavyweight Champion, ehemaliger WWE Champion, Hall of Famer und jetzt mit diesem Spinebuster auf die Matte geschickt. Man kann sich aber natürlich fragen, was bringt Bron diese Zusammenarbeit mit der Alpha Academy? Ich hoffe mal, er wird es noch in den kommenden Wochen und Monaten genauer erklären. Aber wenn es eben der Alpha Academy hilft, einen Sieg einzufahren, vielleicht ja dann auch weitere Folgen zu lassen, soll es ja nicht der Schaden von Otis und Chad sein. Und da gibt's den Face Rub, Face Wash von Batista, der jetzt hier das Bein von Bron Breakker bearbeitet, es in sämtliche Richtungen überstreckt und dann, ja, versucht der sich zur Wehr zu setzen, aber da muss das andere Bein eben leiden. Und Batista jetzt auf dem zweiten Seil mit einem Big Splash. Sieht man auch nicht so häufig von ihm. Und das Cover nur bis zu 1, aber man konnte jetzt zumindest mal überprüfen, wie weit der Gegner eben angeschlagen ist.
Batista nimmt Anlauf und das ist der Spear. Eins, zwei, nein. Da fällt einem erstmal auf, wie viele Superstars im Jahre 2023 eigentlich einen Spear benutzen. Bei Raw hatten wir es ja bei Edge gesehen. Wir wissen aber auch, bei Raw läuft eben ein Goldberg rum. Wir hatten eben Roman Reigns gesehen, der es mit einem Spear versuchte und Batista setzte jetzt eben auch einen an. Und wir wissen, Braun Breaker hat auch einen sehr, sehr schönen Spear. Ähnlich wie Bobby Lashley, der auch hier bei SmackDown ist. Also, ein Spear ist schon lange kein Monopol mehr von zum Beispiel Edge. So, Breaker kann hier nicht Batista mit sich schleifen, kann ihm aber ausweichen und ihn auf der Matte halten. Bevor es dann in einen Suplex geht, in einen Falcon Arrow, um genau zu sein. Dann der Elbow Drop und die Armbearbeitung. Und jetzt nimmt Braun Breaker Anlauf. Und ich habe es angesprochen, das soll er wohl werden. Der Spear von Braun Breaker. Eins, zwei und Kickout von Batista. Der nach eigener Aussage ja beste Spear im Business. Sagt Breaker zumindest. Ah, Schlag ins Gesicht. Versucht Batista hier weiter zu schwächen. Lauert jetzt darauf und Military Press in den Power Slam. Eins, zwei und Kickout. Ich dachte schon, Breaker nimmt irgendwie Anlauf, aber obwohl, wir wissen, dass er auch übers oberste Seil springen kann. So ist es ja nicht. Oh, Schläge jetzt hier von Batista und dann geht es in einen Belly-to-Belly-Slam. Ringrichter ist bei vier. Weitere Schläge von Batista. Und wieder Belly-to-Belly-Slam. Als wäre er hier mit dem Auftrag hergekommen, Braun Breaker ein bisschen zu erziehen. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass William Regal auf Batista eben zugeht und ihm diese Aufgabe nochmal mitgibt. Wir sind bei 8. Ja, und Breaker hat es da ganz kurz versucht. Batista ein bisschen abzulenken, aber die Batista-Bomb kann er nicht verhindern. Eins, zwei und Kickout. Oh oh, Batista auf dem obersten Seil. Und das ist der Elbow Draw. Eins, zwei und Kickout von Braun Breaker. Ja, am Anfang des Jahres, da hat das sehr, sehr gut funktioniert, mit dem Elbow Drop seine Matches zu gewinnen. Black Hole Slam jetzt von Batista. Aber mittlerweile scheint man da ein bisschen dazugelernt zu haben. Befreiung aus einem Cover nach dem Elbow Drop. Ja, die nehmen auf jeden Fall zu. Und Breaker jetzt schickt Batista auf die Matte mit diesem harten Schlag. Eins, zwei und Kickout vom Animal. Und Braun Breaker jetzt wieder. Military Press in den nächsten Power Slam. Und das könnte es gewesen sein. Zwei, nein. Beide Männer weigern sich aufzugeben, liegen zu bleiben. Und Braun Breaker mit dem Moonsault.
So etwas kann er dann auch noch. Und Batista macht einfach weiter. Belly-to-Belly-Slam. Und dann der nächste Ansatz. Wieder geht's hoch für Braun Breaker. Und die Batista-Bomb Nummer 2. 1, 2 und 3. Batista setzt sich durch. Ein sehr, sehr schönes Match. Viel hin und her. Und die zweite Batista-Bomb. Erledigt den Job. Batista holt sich den Sieg gegen Braun Breaker. Und ich kann mir das, wie gesagt, eigentlich nur vorstellen als Erziehungsmaßnahme von William Regal. Ja, Gratulation an Batista und aber trotzdem auch Gratulation zu diesem wunderschönen Match an Braun Breaker, auch wenn er es eben am Ende nicht gewinnen konnte. Das war's dann für Friday Night SmackDown. Wir sehen uns wieder bei Monday Night Raw, wenn es dann weitergeht. Wir werden dann ja sehen, dass wir werden dann erfahren, so rum, wer der nächste Herausforderer von WWE Champion Sheamus sein wird. Und sehr viel mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.